wenn man dem Publikum auch vor Augen und Ohren geführt hat, dass eine Bratsche, bevor sie auf der Bühne vom Künstler zum Klingen gebracht wird, schon in der Werkstatt, ja, schon im Wald selbst ein Klangkörper ist, dann glaube ich, kann man Musik und kann man ein Konzert, kann man Klänge auf der Bratsche ganz anders und nochmal neu erleben. Das Innere des Holzes, das lebendig werden lassen dessen, was im Holz schlummert tief innen, ich glaube, das ist eine ganz besondere Faszination auch dieser Ausstellung. Die Bratsche gewinnt eine Kostbarkeit und einen Reichtum durch das Bewusstmachen und Sichtbarmachen auch der Fortschritte, die dem eigentlichen fertigen Instrument vorausgehen. Peter Erben, der Geigenbauer, hat es uns wunderbar dargestellt, ganz subtil und feinfühlig, wie wichtig für ihn das Holz und auch das Sprechen, die Zwiesprache mit dem Holz ist. Ganz wichtig, dass die Musikvermittlung eben Assoziationsräume aufmacht, dass es irgendwie Perspektiven aufreißt, dass es Anstöße gibt und dass es irgendwie auch einen Freiraum lässt, dass also jeder so irgendwie auch so ein bisschen seins finden kann und sich damit selbst verbindet. So ein Ort ist einfach sehr inspirierend, weil er eigentlich kommentiert, was man gerade zuvor im Konzert gehört hat oder worüber man sich mit anderen Besuchern unterhalten hat. Man hat das Geheimnis nicht entschlüsselt, sondern man ist eingetaucht in das Geheimnis des Bratschenklangs und hat es sozusagen sinnlich erfahren. Wenn man so etwas in einem Raum erfahren kann, zum Beispiel über ein Instrument und wie der Klang aus diesem Instrument entsteht, dann passiert etwas, was sich, ich glaube, in ganz anderen Schichten des Wissens oder des Erkennens niederschlägt.